Wollen wir unter die Dusche? Gibt es denn hier eine Männer-Frauendusche? Wir haben leider nur eine Unisex-Dusche. Hier gibt es Unisex-Duschen. Ey, ja. Ein relativ großes Video von Hilf mir. Alessio kann die Finger nicht von seiner Schülerin lassen. Aber Hauptsache, es geht ihm gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Das ist nicht nur was für Leute mit Kohle. Und die Anfängerstunde, die kostet eh nichts. Aber ist das wirklich so ein Ding? Also es gibt da viele Leute, die Tennis mit reichen Leuten assoziieren. Wobei, ich glaube, 2-3 Mal Tennis mit dem Leben habe ich schon gespielt. Aber ist das wirklich so ein reichen Ding? Es ist super, dass Rosalie mit ihrem Sohn in den Tennisclub gegangen ist. Okay, das ist die Mom und das ist der Sohn. Ich war mir gerade nicht sicher, in welcher Verbindung oder in welcher Beziehung die beiden stehen. Ach, jetzt sei mal nicht so unsicher. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann ist es eh kein Problem. Ja, Acting ist mal wieder irgendwo hier oben. Oh, warte, hier unten. Das ist mal eine gute Ablenkung von diesem ganzen Stress zu Hause. Außerdem Michael, der redet schon seit 2-3 Tagen kein einziges Wort mehr mit mir. Warte mal kurz, was ist das im Hintergrund? Ist das eine Wallimax Softbox? Ich finde das Verhalten von Papa auch unmöglich. Das hättest du schon viel früher machen sollen. Mal rauskommen, mal was Eigenes machen. Oder ist das eine offene Tür? Für mich sieht das aus wie eine Softbox. Das ist wirklich eine tolle Idee von Tristan. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ey, manchmal sind die Experten noch schlechter im Schauspielern als die eigentlichen Charaktere. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo. Alessio. Tenniscoach. Ich bin Alessio. Tenniscoach. Und bei Ihnen zu Hause mehr. Sie sind die Mutter von Tristan? Mhm. Ah, da hat er seine guten Gene, hä? Yeah. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich bin, hilf mir. Ja. Können gleich loslegen, ja? Geht das so mit dem Outfit? Natürlich, natürlich. Ganz ja. Natürlich, Sie haben einen wunderschönen Rock. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu Ihnen bin, muss der ein bisschen kürzer sein. Was? Oh mein Gott, ey, ich raste aus, wirklich. Ey, ich hatte einen Monat lang, und jetzt, wo ich in Köln war, hatte ich Ruhe vor Hilf mir. Jetzt, wo ich wieder hier bin, auf Madeira, und mir das angucke, es tut wieder weh. Du fang ja angefasst. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das werden wir auf jeden Fall noch sehr oft hören während dieser Folge. Die kennen sich ja seit 2 Minuten und wollen schon bimseln. Wollen wir unter die Dusche? Gibt es denn hier eine Männer-Frauendusche? Wir haben leider nur eine Unisex-Dusche. Das bedeutet, wir müssen wohl gemeinsam duschen. Warte mal, ist sie noch nicht mit ihrem Mann verheiratet? Also hat sie vergessen, dass man nicht, naja, betrügt? Hier gibt es Unisex-Duschen. Ey! Ja. Guck mal, die Sache ist, wenn so etwas passiert, dann schreiben wieder Leute, ja, du hast dir die Folge bestimmt vorher angeguckt. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe diese Folge noch nie gesehen. Hey, ich habe sowas noch nie gesehen. Warte mal, also die ist ja noch verheiratet mit diesem Mann, oder? Ja, let's fucking go. Lass dich einfach fallen. Okay. Lass dich einfach fallen. Okay, und fällt dann so auf den Boden. Auf einmal Kopfverletzung, es blutet überall. Und ich habe meinen Mann noch nie betrogen. Wie sie stolz darauf ist. Das bedeutet, du bist etwas Besonderes. Das ist das erste Mal, dass ich meinen Mann betrüge. Was hältst du davon? Hm? Bin ich eine Schlampe? Hoppla, das... Hoppla! Hoppla, das würde ich Rosalie im Moment nicht empfehlen. Ach echt? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu im Club? Ich bin die Rosalie, Carla. Passt auf, dieser Carla steht in Wirklichkeit auf den Trainer und bekommt irgendwie mit, dass sie rummachen und wird eifersüchtig und deswegen versucht sie jetzt ihr das Leben zur Hölle zu machen und... Zombie! Du hast mir gar nicht erzählt, dass du so eine heiße Mutter hast, ne? Du hast dir doch nichts erzählt, oder? Nein. Sehr Humor, die alte Dame. Wenn die was mitkriegt, dann... Was? Wie? Was dann? Was ist sein Geheimnis? Ich wollte dich mal was fragen. Ja, kannst du doch. Läuft ja ein Kind von dir? Ich habe noch nicht deine Wohnung gesehen und du hast mich auch noch nicht eingeladen. Und ihr wollt mir jetzt wirklich erzählen, dass niemand ihre Präsenz wahrnimmt. Also, dass das hier niemand sieht. Nee, komm. Gehst du mit allen Tennisschülern in die Kiste? Nicht mit allen. Nur mit fast allen. Also mit deinem Sohn zum Beispiel gehe ich nicht in die Kiste, weil er ist nicht so mein Type. Ich persönlich kann mir vorstellen, weil die halt so mega ausflippt, dass das einfach die Freundin oder die Ehefrau ist von dem. Lass die Finger von Alessio. Was bist du eigentlich für eine Bitch? Ein Ehering am Finger und dann so? Der tolle Alessio hat nämlich ein Geheimnis. Und das wird dir so gar nicht gefallen. Er hat ein Geheimnis. Und das wird dir nicht gefallen. Das ist ein richtiger Anime-Moment, ne? Du verbitterte und vertrocknete...
Tresenschlampe. Das hat sie nicht gesagt. Jetzt gibt's aber Rambazamba, Leute. Ich bin dir auch keine Rechenschaft schuldig. Das wirst du noch bereuen. Werde ich nicht. Das wirst du noch bereuen. Weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich lange nicht mehr Hilf mir geschaut habe, aber ich habe schon wieder das Gefühl, das ist die schlimmste Hilf mir Episode, die ich je gesehen habe. Ein Geheimnis? Tja, das kann jetzt wirklich alles sein. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Sie hat wirklich etwas mit der Tresenschlampe. Mit dir läuft doch nichts mehr, du alte Kuh. Was willst du eigentlich? Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal... Ein schmerzlicher Betrug für Rosalie. Klar ist es witzig und so, aber es tut auch unironisch weh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist das für ein Müll? Also normalerweise, wenn ich auf Hilf mir Episoden reagiere, ist der Spaß hier und hier tut's weh. Aber die Folge ist so. Sehr nah beieinander. Sie ist über mich hergefallen. Was soll ich denn machen? Verarschen kann ich mich alleine. Die ist über mich hergefallen und keine Ahnung, ich bin ihr nicht entkommen. Ich wollte weglaufen, aber es ging nicht. Sie lag auf mir. Und außerdem, ich habe mich vorhin von meinem Mann getrennt. Das ist echt süß. Ja, ich mag dich doch auch. Was? Also jetzt mal ohne Spaß. In welchem Universum läuft so ein Gespräch ab? Was Besonderes für mich. Hey, du lass deine Fettfinger von meiner Frau. Wer bist du, Fettsack? Hey, lass ihn. Wer bist du? Warte mal, lass mich kurz 1 plus 1 zusammenrechnen. Er hat gesagt, lass die Finger von meiner Frau. Da könnte man ja suggerieren, dass das der Ehemann ist. Unseren gemeinsamen Sohn Tristan bekommst du nicht. Und überhaupt. Hat sie gerade ihren Text vergessen? Du nicht. Such mal auf sie. Kein überhaupt. Kommentar. Aber wo soll ich denn hin? Mir. Wir gehen jetzt zu mir ganz gut. Wie konntest du mir das antun? Wie was antun? Du hast mich betrogen. Du hast mit meiner Mutter geschlafen. Naja, nee, also deine Mutter hat dein Dad betrogen. Ich hab dich geliebt. Ich hab dich geliebt. Nein. Och nee. Wo kommt jetzt dieser Plot-Twist her? Du hast mir gar nichts zu sagen. Die ganze Zeit hast du mich nur betrogen. Jetzt ist klar, warum Tristan so abweisend zu Rosalie war. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich... halte das alles nicht mehr aus. Och Mann! Pass auf, geh mal weg jetzt. Hey. Aber warte mal, eigentlich voll geil. So, die können doch zu dritt. Ich meine, der Sohn jetzt nicht unbedingt mit der Mutter. Aber die beiden können doch bei ihm so ein bisschen, ne? Theoretisch? Du wirst dafür bezahlen, ja? Das schwöre ich dir. Was hat das zu bedeuten? Sag das doch einfach jetzt. Ich hab keine Lust mehr. Deine ganze Familie ist krank. Aber nein, das kannst du mir doch nicht antun. Wer? Du rufst mich nochmal an, du verrückte Schlampe. Sie hat doch gar nichts gemacht. Ach was. Das große Drama. Wo kommt die denn jetzt her? Was ist denn mit Alessio? Das musst du schon selber rausfinden. Warum? Sagt denn das niemand einfach? Was hat sie denn davon, dass sie das geheim hält? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, halte das alles nicht mehr aus. Das ist ja das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also unabhängig davon, ob das hilft mir jetzt oder nicht. Das ist einfach das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.